Wir stehen hier vor den Büros von Obermatt. Hinter mir sehen Sie das Haus, wo wir arbeiten. Und dieses Haus wird nächstes Jahr renoviert. Eine wunderschöne Nachricht für uns, wir kriegen schönere Büros, aber auch für den Vermieter, er kriegt 1'000 Franken mehr Miete. Und damit sind wir beim Thema, das Sie sicher auch schon interessiert. Wie macht Obermatt überhaupt Geld? Nun, es gibt verschiedene Methoden, Geld zu machen. Eine Methode sehen Sie hier vor sich, sind die Velos von Bike. Die sind gratis hier in Zürich, obwohl von einer chinesischen Firma zur Verfügung gestellt, also nicht von der Stadt Zürich. Und sie sind deshalb gratis, weil die Daten, die diese Velos für die Vermieter generieren, verkauft werden. Und genau das wollten wir nicht machen. Obermatt will ihre Daten nicht verkaufen. Obermatt will nicht einmal sie selbst an Werbeunternehmen verkaufen. Wir wollen keine Werbung machen, wir wollen nichts verdienen mit Unternehmen, die uns einen Interessenkonflikt bedeuten können für unsere Aktienresearch. Wir wollen komplett unabhängig bleiben. Und aus diesem Grund wollen wir uns nur durch Sie finanzieren, nämlich mit Abonnementen. Und ich freue mich, dass heute am 24. August wir das erste zahlungspflichtige Produkt bei Obermatt lancieren können, nämlich Obermatt Premium. Dadurch wissen Sie, dass Sie Ihre Research bezahlen und deshalb auch Sie unabhängige Research erhalten. Obermatt Premium hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber der Gratis-Version. Das ist insbesondere, dass Sie alle 4 Wochen eine Aktienliste kriegen, die genau für Sie zugeschnitten ist und die nur noch Aktien enthält, die auch für langfristige Anleger, die konservativ investieren, geeignet sind. Darüber hinaus haben wir die Obermatt Datenbank ausgeweitet. Sie kriegen neu alle Detailränge, alle Datums zu diesen Rängen in der Obermatt CSV-Datei und auch diese Dienstleistung ist nur noch für zahlungspflichtige Kunden verfügbar. Wir freuen uns auf 2 einzigartige Produkte und dass Sie uns unterstützen, unsere Arbeit noch besser und noch länger zu machen. Alles Gute beim selber investieren.